In Südafrika vergab RTL die Legenden-Dschungelkrone an einen Star, mit dem keiner rechnete. Dass das Legenden-Dschungelcamp völlig anders funktioniert als eine reguläre Staffel des Kultformats, war spätestens klar, als Sonja Siedlow und Jan Köppen mit David Ortega bereits am zweiten Tag den ersten Kandidaten aus dem Wettbewerb warfen. Dschungelcamp. So unberechenbar war die Show noch nie. Seither ergab sie die unglaubliche Spannung der Show nicht nur aus den versammelten Reality-High-Performern, sondern auch aus der Unberechenbarkeit der Sendung. Weil der Showdown der Dschungellegenden bereits im Mai aufgezeichnet worden war, hatten die Fans diesmal auch keinen Einfluss darauf, wer in die Dschungelprüfungen bzw. zurück ins Hotel musste. Diese Vorgehensweise sorgte im Camp für zusätzliche Konflikte. Denn so wurden versemmelte Prüfungen oder die Antipathien der Mitcamper zum Fallstrick auf dem Weg zur Siegprämie von 100.000 Euro. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zum Finale des Legenden-Dschungelcamps, das RTL am Sonntag, 1. September um 20:15 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die letzte Folge der Spezialstaffel bereits verfügbar. Dschungelcamp. Favoriten fliegen vor dem Halbfinale. Nach dem Ausscheiden von Thorsten Legat. Elena Miras und Erik Stehfest war im Halbfinale keiner der heißen Titelanwärter mehr im Rennen. Die sechs verbliebenen Kandidaten kämpften in zwei mehr oder weniger frei gewählten Teams um den Einzug ins Finale. Gigi Birofio sicherte sich erstes Finalticket im Team Mut. Wetteiferten Gigi Birofio, Dani Büchner und Georgina Fleur um das erste Ticket für die Runde der letzten drei, während Mola Adebisi, Kader Loth und Sarah Knappig im Team Taktik nur das Abwarten blieb. Bei einem Quiz in luftiger Höhe schied Büchner aus dem Wettbewerb aus. Gigi Birofio dagegen zog als erster Star ins große Finale ein. Georgina Fleur ließ RTL weiter zittern. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Taktikgruppe musste sie sich ein letztes Mal einer Nominierung stellen. Dschungelcamp. Die letzte Nominierung konkret sollte jeder der verbliebenen Stars, Birofio inklusive, zwei Stimmen an die beiden Mitcamper vergeben, die es in seinen, beziehungsweise in oder ihren Augen am wenigsten verdient haben, weiter um die Dschungelkrone zu kämpfen. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.